Hallo alle zusammen, mein Name ist Can, ich bin 25 Jahre alt und studiere derzeit Islamwissenschaften an der Freien Universität zu Berlin. Meine Forschung konzentriert sich auf Rassismusforschung und Integrations- sowie Migrationsforschung und nebenbei bin ich noch in der politischen Bildungsarbeit aktiv. Worüber möchtest du sprechen und warum? Ich würde heute gerne über Rassismus und Diskriminierung sprechen, weil ich finde, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, was aber leider in Deutschland noch nicht gut und oft genug thematisiert wird. Gibt es unterschiedliche Formen von Diskriminierung? Ja, es gibt verschiedene Diskriminierungsformen. Diskriminierung kann sich auf drei Ebenen abspielen. Auf der Alltagsebene, wo man auch von individuellem Rassismus spricht, und auch auf institutioneller sowie struktureller Ebene. Und allgemein beschreibt man Diskriminierung damit, dass Menschen aufgrund von verschiedenen Merkmalen benachteiligt werden. Zu diesen Merkmalen gehören beispielsweise die Herkunft, Religion, das Aussehen, die sexuelle Orientierung oder auch, ob man eine Behinderung hat oder nicht. Was kann man dagegen tun? Man kann sehr vieles dagegen tun. Der erste Punkt ist, dass es die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gibt. Hier können Betroffene, aber auch Zeugen von Diskriminierungsfällen diese melden, was auch auf jeden Fall gemacht werden sollte. Und das ist deutschlandweit in jeder Stadt vertreten und es gibt auch speziell für beispielsweise Antiziganismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit oder antimuslimischen Rassismus spezielle Meldestellen. Warum ist es wichtig, Diskriminierungsfälle zu melden? Es ist einmal wichtig für die Statistik, aber auch, ich betrachte das auch als Akt der Zivilcourage, wenn man sich für seine Mitmenschen einsetzt und Fälle, die beispielsweise im Supermarkt, in der U-Bahn, auf der Straße oder auch auf dem Arbeitsmarkt passieren, zu melden. Genau, um somit auch das Thema weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Wie kann man sich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen? Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sich mit Diskriminierung und Rassismus auseinandersetzen kann. Eine gute Anlaufstelle ist beispielsweise die Bundeszentrale für politische Bildung. Es gibt aber auch sehr, sehr viele verschiedene zivilgesellschaftliche Akteure, die zu Themen wie Rassismus, Diskriminierung, Empowerment, Workshops und Bildungsseminare anbieten. Vielen Dank.